Hallo und herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Donnerstag. Unsere Themen: die GMBU Campuserweiterung, eine Literaturpreisverleihung, die Exportoffensive und die Landtagssitzung. 3 Jahre nach der Eröffnung wächst die Gustav Mahler Privatuniversität weiter. Das Erfolgsprojekt eröffnete kürzlich mit dem Digi Music Lab in der ehemaligen Musikschule in der Klagenfurter Littmanskigasse eine 460 Quadratmeter große Außenstelle mit 6 neuen Lehrsälen sowie Büroflächen. Landeshauptmann und Bildungsreferent Peter Kaiser präsentierte gemeinsam mit Rektor Roland Streiner die Erweiterung der GMPU. Alle 2 Jahre schreibt der Kärntner SchriftstellerInnenverband einen Preis für Literatur aus Kärnten aus. In diesem Jahr ist Siglin Demus die Gewinnerin des Literaturpreises des Landes für Prosa. Der Präsidentin des SchriftstellerInnenverbandes, Gabriele Russwurm-Biro, wurde im Palais Ehrfeld durch Landeshauptmann Peter Kaiser das Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen. Die erfolgreiche Exportoffensive geht in die Verlängerung. Wie Landesrat Sebastian Schuschnigg und Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl mitteilten, werden bis 2026 weitere 2,4 Millionen Euro in die Außenwirtschaft investiert. Über Kärntens Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Teuerung diskutierten die Abgeordneten des Kärntner Landtages in ihrer 59. Sitzung. Auf der Tagesordnung des Landesparlaments standen auch der Landesvoranschlag 2022 und mehrere Anträge zu Umwelt- und Klimaschutz. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.